Update war gestern und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit hier dem ja, Thorsten. Und jo, hätte ich gar nicht mal so gedacht, dass das Update denn doch so schnell da ist. Ich hatte eigentlich noch gedacht oder gehofft, dass am Wochenende noch ein Sneak kommt, irgendwie so Richtung Sonntag vielleicht nochmal hin oder so. Aber es kam nichts und habe jetzt auch nicht wirklich dran geglaubt, dass sie am Montag das Update raushauen. War es halt den ganzen Tag nicht da und gestern Abend wollte ich dann auch nicht noch irgendwas zur Feder bringen und habe das erstmal laufen lassen. Man hat ja auch keine Eile. Deswegen erstmal noch einen Schluck aus dem halbkalten Kaffee genommen und dann gehen wir aber jetzt mal ins Update rein. Ich bin schon so ein bisschen, ganz kleines bisschen vorbereitet, was wir eigentlich machen wollen, beziehungsweise wie man hier eigentlich vorgehen kann. Eigentlich gibt es gar kein richtiges Vorgehen, so nach dem Motto, was machst du jetzt als erstes hoch? Machst du eine Truppe hoch? Machst du eine Verteidigung hoch? Oder was auch immer. Sondern es geht einfach darum, dass es sowieso alles hoch muss. Und ihr seht, ich bin ja in meinem Fortschritt auch nicht so wirklich weit. Habe jetzt schon eine Maxed-Mauer, hurra. Aber die anderen muss ich erstmal hier unten auf der Flanke noch ein bisschen nachbauen. Habe auch die Valkyren nach wie vor nicht und auch die Minions nicht auf Max-Level. Aber die neue Truppe will man dann ja doch schon haben. Also den Super Bowler auf Max-Level. Dazu müssen wir natürlich hier im Labor Minimum viel, viel Dunkles haben. Und an dunklen Truppen gibt es natürlich auch noch die Schweinereiter, die man sich jetzt hochklopfen könnte. Aber ich möchte ja ganz gerne den Super Bowler auch auf Max-Level haben. Und den bekomme ich nur dann auf Max-Level, wenn ich hier auch die Bowler auf den entsprechenden Level habe. Das heißt also, wir nehmen uns erstmal die Bowler hier hoch. Ich habe einen Hammer. Und leider habe ich es irgendwie versäumt, mir die Hammer nachzuholen. Aber ich kann mir jetzt auch im Moment nur noch einen holen. Und das wollte ich eigentlich für einen Helden machen, beziehungsweise für ein Pet. Also nehmen wir erstmal den Hammer. Dann, damit haben wir die Bowler auf Max Level und jetzt auch den Super Bowler auf Max Level. Hier unten ist er. Der frisst auch gleich mal 30 Platz. Ich habe auch so, oh, ich kann den gar nicht nehmen. Ach, weil ich zu viele Truppen habe sonst im Feld. Okay, da müssen wir eben erstmal verballern. Ich habe wohl ein bisschen zu viel Truppen im Feld. Und ja, wir lassen mal eben suchen. Und cutte ich euch mal eben weg. Bis gleich. Schneller gefunden, als ich gedacht habe. Okay, das hat er sehr, sehr, sehr hübsch gemacht, muss ich sagen. Das hat er sehr, sehr hübsch gemacht hier. Der Kollege. Und wie heißt er eigentlich? Kriata. Okay. Und dann hat man sich auch schon echt Mühe gegeben, ne, das so zu machen. Aber dann würde sagen, wir zerstören mal seine schöne Winterlandschaft. Mal gucken, wie wir da vorgehen können. Und wie wir hier die Fallen vor allen Dingen rausbekommen. Beziehungsweise jetzt erstmal unsere Queen hier reinbekommen. Ich habe noch eine ganz alte Armee am Start. Das ist aber nicht so schlimm. Und kommt noch aus, ja, vom vorherigen Farm. Da müssen wir ein bisschen auf unsere Queen aufpassen, dass die auch in die richtige Richtung denn geht. Gucken wir mal. Aber es sieht ganz gut aus. Das Teil da noch weg. Oh, das sieht nicht so gut aus hier. Nur immer wegmachen. Das heißt übrigens Tesla. Okay, jetzt sind wir schon mal so ein bisschen so Richtung Base. Eingang. Eieieiei. Ah, die wird jetzt aber gleich nach außen gehen, denke ich mal. Meine Heiler sind da schon heftigst in Beschuss hier. Vom Inferno, aber sie haben alles überlebt. Okay, oh, aber die sind immer noch. Okay, macht er auch. Lässt die da in Ruhe. Wir lassen den King hier mal mitlaufen, dass uns die Queen da so ein bisschen reinläuft. Und dann würde ich aber schon sagen, wir ziehen hier hinten durch. Und geben dem King noch mal so ein bisschen Futter hier. Wir nehmen mal das Teil hier. Und 1, 2, 5. Er ist nach oben gestellt. Perfekt. Sehr schön. Die Minions ziehen wir gleich mal nach. Und den Royal Champion auch. Und nehmen wir dann den mal so von hier oben. Mal gucken. Mal sehen, wie der so durchflitzt. Den machen wir eben mal unsichtbar. Um sie nicht mehr zu sehen. Den Scatter schon mal auch weg. Gut. Einmal das so. Oh, 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 what's this? What's this? Oh, shit, shit, shit. Was ist das? Okay, das ist folgendes. Das ist folgendes.
So, einmal da, einmal da. Aber es sieht ganz gut aus. Und oh, er hat noch gar nicht geschossen. Er hatte noch gar nicht geschossen. Mal gucken, ob wir dem das Dunkle wegluchsen können. Noch 33 Sekunden noch Zeit, das ist nicht viel. Aber es sieht ganz gut aus. Ich gucke mal ab und zu auch nach vorne. Denn vorne findet ja die Aufnahme statt. Und dementsprechend sollte das aber ganz gut laufen. Die Queens finden wir jetzt auch mal. 16 Sekunden auch kommen. Das Dunkelweg ist auch klar. Riesenbombe noch. Okay, 9 Sekunden. Ach nee, jetzt bleibt er stehen. Mit 4000 Dunklen, oder? Na komm, schieß nochmal drauf. Ah, nicht ganz. Okay, ja, ein bisschen haben wir ja gekriegt. Und, aber jetzt können wir in jedem Fall den Super Bowler machen. Vierfach Bonus heute auch. Echt nett. Und beziehungsweise hier in den neuen Events, die hier ja rausgekommen sind heute. Sechs Supertruppen, sechs Riesen müssen wir nehmen. Wizard, okay. 8 Stück, vierfach Bonus, Rack Attack. Da müssen wir den Super Bowler auch nehmen. Also stellen wir uns den jetzt erstmal her. 25.000. Ich muss gerade überlegen, wollte ich das Dunkle eigentlich dafür ausgeben oder nehme ich mal eine Pulle? Ich glaube, ich nehme mal eine Pulle. Ich nehme mal eine Pulle, denn das Dunkle brauche ich für ein neues Pad hier zum Leveln, weil ich noch ein Heldenbuch habe. Ich habe mir gestern noch ein Heldenbuch gekauft und schlauerweise gibt es natürlich hier in den Clanspielen noch ein Heldenbuch. Nicht auf meine Punkte gucken, ich verdecke das mal gerade. Gibt es hier noch ein Heldenbuch, das heißt also, es wird wieder ein bisschen dauern, bis ich mir die Sachen abholen kann. Mache jetzt aber auch auf jeden Fall zwei Bowler, die hatte ich mir eigentlich Platz gelassen, jetzt passt das. Und dann probieren wir die gleich mal aus. Wir gehen mal eben in den Boost-Mode rein und können uns ja in der Zeit was anderes anschauen. Ich habe mir jetzt mal so eine Armee hier so ein bisschen ausgeguckt, denn wir kriegen gleich noch eine andere Truppe auf Max-Level, nämlich die Yetis. Die ziehen wir uns auch rein. Es gibt ja zwei Truppen mit Elex, die wir forschen könnten. Wie lange dauern die immer? Nur 13 Tage, 14 Stunden. Okay, das ist jetzt auch nur zum Ende des Passes hin. Und ich habe aber im Moment nicht genug Elex. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe noch zwei Runen. Die will ich auch nutzen. Dann machen wir hier unten zwei Mauern, würde ich sagen. Eine Mauer, zweite Mauer. Ich habe Truppen jetzt vergessen zu machen. Okay, wir nehmen wieder diese beiden Bowler, glaube ich, nur. Und nehmen dann wieder, glaube ich, habe hier hinten auf der Seite 5 Yetis. Wir testen die Armee mal an, wie die so ist. Und 1, 2, 3, 4 haben wir hier noch mit drin. 5 Bowler. 3, 4, 5. Auf Max Level. Einen von denen hier. Dann haben wir zwei Mauerbrecher. Oh, die habe ich jetzt gar nicht. Shit. Die habe ich. Ja, die brauche ich auch nicht. Die brauche ich auch nicht. Wir nehmen mal eine andere Siege-Maschine mit. Wir nehmen mal eine andere mit, würde ich sagen. Und 1, 2, 3, 1, 2, 1, ein Sprungzauber. Mal sehen, was wir damit machen. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nämlich nur gar nicht. Und dann nehmen wir keine Mauerbrecher mit, nehmen wir lieber noch ein paar Magier mit dabei, vielleicht noch einen Babydrachen. Und 1, 2. Passt. Passt so, das lassen wir mal so laufen erstmal. Und können uns ja was anderes angucken in der Zeit, wo die hier so am Upgraden sind. Jetzt haben wir natürlich sowas. Das ist nicht gut. 1, 2, 1, 2. Eins nehmen wir mal so mit. Ihr könnt den Super Bowler natürlich auch in eure Clanburg bekommen, wenn ihr Rathaus 9 seid. Denn der braucht 30 Truppenplatz. Vorher geht es halt nicht Rathaus 8. Ab Rathaus 8 und tiefer seid ihr in jedem Fall bei dem Event nicht mit dabei. Können wir uns aber in der Zeit ein bisschen was anderes angucken. Und zwar den King Randomizer, so haben wir ihn ja genannt. Und also den kann man hier unten jetzt an- und ausmachen. Ich habe ja eigentlich immer mein Lieblingsskin, sage ich mal, im Moment an. Das ist ja ein Supercell Make Skin, also ein Konzept Skin, den es mal zu kaufen gab. Und aber wenn ihr jetzt hier unten das ganze Ding anmacht, ich hatte schon mal eine Auswahl, das seht ihr. Ich hatte schon mal eine Auswahl. Da muss der aber auch mit rein. Und auf Don gehe, dann wechselt er hier unten, das sehen wir gleich. Ich meine, wir haben es jetzt, glaube ich, schon gesehen. Da hockt jetzt schon andere als eben. Also jedes Mal, wenn man jetzt hier rauf geht, wechselt der Skin, wenn man auf Don geht. Im Moment wahrscheinlich nicht, weil ich hier unten regge. Aber auch wenn man einmal aus- und wieder einloggt, ich habe es heute schon einmal getestet, dann
wechselt der, wer es mag. Ich meine, ich nenne das jetzt nicht mehr Feature, sondern das ist eher Gimmick. Und wir haben aber einen Reward bekommen. Okay, was haben wir denn geschafft? Not so easy this time. Okay, wir haben 100 bewaffnete Town Halls niedergelegt. Was kriegen wir als nächstes? 250 Gems, 5000, alles klar. 100 werden uns immerhin schon angerechnet. Nee, stimmt gar nicht. 2000 müssen wir machen, 100 werden uns angerechnet. Hurra. 250 ist aber auch mau. Naja, macht nichts. Macht nichts. Wir machen erstmal weiter. Ich habe ja jetzt die Elex-Rune dort ausgegeben gehabt, beziehungsweise das Elex ausgegeben gehabt. Das füllen wir uns jetzt eben mal. Wir usen das also einmal. Nehmen dann hier unten den, was ist das teuerste? Hier. Upgrade to Level 4, das machen wir. Wir können dann auch sofort fertig machen, denn ich habe genug Hämmer. Oder nicht Hämmer, Bücher. Ich habe genug Bücher. Und nehmen wir uns gleich noch wieder eine Mauer. Leute, wir nehmen uns gleich noch eine Mauer. Vielen Dank für die Truppen im Despool. Und holen uns, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich das Ding eigentlich hatte. Ich glaube, das hatte ich hier noch im Pass offen. Ich glaube, ich habe hier noch im Pass eine Elex-Rune. Da haben wir nämlich die Truppen schon, ich sag mal so, auf alten Stand eigentlich. Die Miner will ich in jedem Fall auch hoch haben, denn Hybrid ist immer noch eine gute Taktik, auch für mich. Und das heißt, wir füllen hier wieder das Ding hier auf. Nehmen hier unten einmal die Miner, dann sind wir damit durch. Okay, da fehlt mir jetzt das Book. Ich glaube, das war hier auch. Das ist Book of Spells, Book of Building. Einmal das hier, Book of Fighting. Machen wir sofort fertig. Und dann sind wir damit schon durch. Jetzt bin ich wieder auf alten Stand. Und der alte Stand ist eigentlich Minions. Okay, die Schweinereiter noch. Ja. Was würdet ihr machen? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Die Schweinereiter leveln. Oder aber eins meiner Pets noch weitermachen. Ich habe die Tage noch eins gemacht, beziehungsweise ein Level bei dem Lassie draufgelegt. Und ja, habe natürlich auch nicht daran gedacht, dass hier die Schweinereiter zu machen gibt. Also der Pott war recht voll. Und habe einfach nur, ja, ich hab nicht weiter überlegt. So muss man sagen. So, 16, 15, 14, 13 Sekunden. Dunkle Rune für 3000. Macht ihr das oder macht ihr das nicht? Farmt ihr lieber vollen Pott? Meine wäre sofort da, ne? Nicht schlecht. Aber ich glaube, die Super Potion für 300, die gönne ich mir mal. Gönnt ihr euch die Super Potions? Ich muss immer wieder fragen, weil ich habe mir die noch nie für 300 hier gegönnt. Aber im Moment fehlen sie mir und ich muss mal gucken. Aber wahrscheinlich krieg ich sie eh im Pass. Und hier kann ich jetzt schon noch ein bisschen choosen. Denn hier gibt es auch nur ein Heldenbuch. Goldrune ist natürlich auch very, very nice. Und mit dem Gold können wir natürlich auch ein bisschen was machen. Aber vielleicht fahren wir erstmal. Warte mal. Ah doch, wir können mit dem Gold vielleicht ein bisschen was machen. Gucken wir mal. 8 Mille, 9 Mille. Oh, das sieht sehr, sehr gut aus. Mauern müssen wir sowieso noch machen. Wir machen mal hier die Bombe für 4,8. Wir machen auch was fertig, Leute. Wir machen auch heute was fertig, denn ich will ja auch ein bisschen mal wieder so ein bisschen hier in die Spur kommen. 4,8,4,2. So ein bisschen in die Spur kommen hier, damit das auch hier weitergeht. Wir usen das eben mal und nehmen uns jetzt den ersten X-Bogen, denn das wird jetzt, glaube ich, das teuerste sein, ja. Ja, die sind am teuersten jetzt im Moment, 14,8. Den nehmen wir uns und ich glaube, wir machen uns auch einen fertig, denn ich habe hier noch ein Buch, ich habe auch noch ein Passenbuch. Was wir haben, Leute, haben wir und ich glaube, die X-Bögen sind schon eine ziemlich wichtige Verteidigungseinheit. Deswegen machen wir uns den ruhig fertig. Dann haben wir hier schon mal einen auf den nächsten Level. Ich würde den ganz gerne mal ganz sehen. So. Ah, okay. Ah, sieht schick aus, oder? Der sieht wirklich schick aus. 200 DPS übrigens. Und also Damage per Second. 15 mehr als vorher, von 185 auf 200. Ah, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Erstmal gucken, wo er nochmal wieder hingehört. Ich glaube, hier unten in die Ecke gehörte der. Da nehmen wir uns den. Um eine Bauhütte herum. Das müsste noch in Range sein. Ja, so passt das. Und ich glaube, unsere Armee ist ready. Wir hatten nochmal im Fokus den King hier, den stellen wir eben mal um. Wir hatten hier im Fokus den King. Also wenn wir jetzt hier, glaube ich, hingehen auf Don und gehen hin auf Don, dann wechselt er wieder. Ihr seht das, jetzt habe ich den Packerskin drin. Ich hoffe, wenn ich jetzt einen Gegner suche und finde, dass wir hier dann, ja, wie soll man sagen, nicht plötzlich wieder einen anderen Skin des Kings haben.
Dann müssen wir mal sehen. Kurzer Cut und oder gleich der Gegner. Nein, ich mach euch einen kleinen Cut. So, der sieht schick aus. So ist immer eine doofe Floskel, aber egal. Hat jetzt ein bisschen gedauert. Und was ich aber auch schon wirklich länger nicht mehr gemacht habe, ist tatsächlich ein Warden Walk. Ich habe länger keinen Warden Walk gemacht. Mal gucken, ob das bei mir noch so funktioniert. Und von wo wir denn hier eigentlich reingehen. Multi. Scattershot. Okay. Wir gehen mal rein hier und gucken mal, was wir überhaupt mit den großen Bowlern machen. Was machen wir denn eigentlich mit den großen Bowlern? Erstmal würde ich sagen, nehmen wir den Ballon und nehmen jetzt mal unseren Warden hier mit auf die Reise. Wir haben noch zwei Mauerbrecher. Okay, die können wir natürlich vielleicht hier unten gebrauchen. Wir setzen mal ein und ja, wofür kann man jetzt die großen Bowler benutzen? Hier unten brauche ich eigentlich nur einen kleinen. Okay, hier unten brauche ich nur einen kleinen. Und allerdings können wir hier mal schon mal so ein bisschen reingehen. Wir müssen ein bisschen die Zeit im Blick haben, Leute. Und tja, das ist jetzt eine gute Frage. Wofür benutzt man den großen? Wir nehmen mal den großen hier. Einmal. Oh, hier müssen wir mal ein bisschen wooten. Komm. Und dann nehmen wir mal hier einen Mauerbrecher. Hier noch ein und dann gehen wir mal vor mit den Yetis. Die müssen hier tanken. Ein dicker Bowler noch dahinter. Wir gucken mal, wie das so funktioniert. Kache mit rein. Queen auch dahinter, wäre auch nicht schlecht. Okay, jetzt gucken wir das Ganze einmal durch. Wir nehmen ihn hier auch noch mit rein. Gucken wir mal, wie das Ganze so funktioniert. Roll Champion hier mit zu. Und dann schauen wir mal, dass wir hier hinten. Kommen wir eigentlich so weit? Oh, wir kommen da nicht so weit. Ne? Alle meine Truppen sind down. Nee, ne? Das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen. Ich hätte auch mal ein bisschen noch was giften können. Das mache ich da bei den kleinen Skeletten. Und mal sehen, ob da hinten überhaupt noch was gegift ist. Beziehungsweise, ob da hinten überhaupt noch was lebt. Aber ein bisschen lebt er noch. Scattershot ist jetzt down. Allerdings der X-Bogen, der ballert mir ein bisschen zu hart auf meine Yetis. Oh, sieht ganz gut aus, oder? Kann man gebrauchen, aber allerdings, ich glaube, ein bisschen zum Funneln sind die noch mal so eine kleine Ecke besser. Hier unten sind noch ein paar Yetis, beziehungsweise ja, man nutzt die Truppen schon sehr, sehr gerne, denn oftmals ist es ja erstmal so nach dem Update, da sind die neuen Truppen erstmal immer OP, ja, alle nutzen die, egal welche Base, und das wird aber sicherlich nicht so bleiben. World Champion ist hier unten auch noch am Start. Und oh, damit haben wir den abgefahren. Wunderbar. Oder täusche ich mich da jetzt? Ne, das sieht ganz gut aus. Das müsste eigentlich reichen. 34 Sekunden. Gucken wir mal. Der Dicke ist da oben auch noch. Hat der Skin jetzt gewechselt? Ne, ne? Doch. Der hat nochmal. Ah, ne. Ist der Packerskin. Ich dachte gerade, der hätte nochmal gewechselt. Ist aber noch. Ist immer noch der Packerskin. Ach, nicht wieder ein Timefail. Komm. Meine, im Moment bin ich hier in Titan 3. Das reicht mir vollkommen. Ich lasse mich immer wieder so ein bisschen fallen und gehe dann wieder ein bisschen hoch. Reicht mir aber vollkommen. Wir machen aber noch einen Angriff. Denn es hieß ja, glaube ich, in der Beschreibung, als der Bowler vorgestellt wurde, mit dem kann man wunderbar funneln. Beziehungsweise ich hatte das im Supercell Discord gesagt. Okay, 3000. Ist nicht so tragisch. Ist nicht so tragisch. So hatte ich das gesehen. Und wir gucken mal. Packer und Ice Golem Frostwut. Das machen wir eben mal. Packer, Ice Golem und so ein. Und die andere Meute nehmen wir dann hinterher. Also mit dem kann man, glaube ich, ganz gut funneln. Wie gesagt, er geht ja noch eine Ecke, nicht eine Ecke, sondern ein Gebäude weiter, also auf drei Gebäude. Und das ist schon eine ganz schöne Range. Ich habe jetzt eben auch nicht so wirklich drauf geguckt, wie groß die Range denn wirklich ist. Das machen wir gleich nach. Und die anderen Sachen, die es eigentlich so gab, jetzt hier im Update, mit der API hatte ich ja gesagt, das sind so Sachen, die man nicht so sieht, so groß ist das Update jetzt auch nicht. Ich glaube, ein paar Mauern kann man mehr machen, ne? Und, aber immerhin. Immerhin. Und, ich glaube, eine Goldrune hatte ich jetzt nicht mehr im Pass, ne? Kann das sein? Eine Goldrune hier im Pass? Ne, ich hatte, glaube ich, nur eine Passrune. Bilder, ja. Nur Passbilder. Hier gibt es zwar eine, aber auch, na, hier gäbe es eine für mich, aber 4000 Punkte waren mir heute Morgen jetzt doch ein bisschen viel. Das konnte ich mir nicht mehr mit antun, Leute. Ist aber nicht so schlimm. Nachtdorf hat sich, glaube ich, gar nichts verändert. Macht aber auch nichts.
Und dann spenden wir hier eben mal Pekka, 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 Eiskohl MD hier. Vielleicht noch ein paar Zauber. Naja, so ist das nun mal. Manche Sachen verzögern sich dann natürlich, aber ich denke mal, wenn man sowieso so ein bisschen boostet, dann macht das nichts. Und dann können wir den. Warum können wir jetzt nicht Quick Train? Ach so, ja, okay. Ich weiß warum. Weil wir die Super Mauerbrecher mit drin hatten. Alles klar. Dann machen wir das wieder so. Müssen wir halt von Hand einmal vorgehen und die ganzen Truppen hier einmal zusammen würfeln, wollte ich gerade sagen. Nee, würfeln ist das natürlich nicht. 1, 2, 3, glaube ich, so hatten wir es. Und ne, stimmt gar nicht. Was hatten wir hier denn? Ach so, wir hatten die Super Mauerbrecher mit drin. Alles klar, wir hatten die Super Mauerbrecher mit drin. Die muss ich jetzt mal rausrechnen. Und dann eine Maschine. Na, mal sehen. Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich den normalen Wallbreaker hier mit drin. Und ich nehme den auch wieder rein. Den machen wir mal nach vorne, weil den verbrauche ich gleich als nächstes. Dass der gleich wieder nachrutscht. Und aber ich denke mal, so ist eine ganz gute Vorgehensweise. Und mehr Magier braucht das Land, oder? 1, 2, 3, 4. Machen wir das so. Ja, die Schweinereiter probiere ich mit euch irgendwann mal dann etwas später aus, wenn wir sie auf Maxed haben. Aber meine Helden sind jetzt schon wieder fertig. Ich kann jetzt auch schon wieder requesten. Nehmen wir das ruhig wieder mit, würde ich sagen. Und ich muss mir wahrscheinlich selber spenden. Ah, ne, jetzt sind zwei Leute da. Okay. Aber ich gehe mal eben auf den Avatar, spende mir selber und dann mache ich noch einen zweiten Angriff mit euch. Ich denke mal, wird jetzt zwar ein bisschen länger, aber ich meine, eine Update-Folge wird immer länger. Gestern wurde schon geschmunzelt, dass sogar ein Update-Stream kommt. Aber ich meine, wenn du nicht zu Hause bist und schon nicht aufnehmen kannst, dann kannst du auch nicht streamen. So muss man es ja ganz klar sagen. Aber das Ganze, ihr seht ja, ich bin heute wieder mit Kamera dabei, funktioniert alles noch und sieht auch ganz gut aus. Auch meine Planung. Also bis gleich. Okay, mal sehen, ob wir an den Single Inferno rankommen. Wir gehen mal von hier oben über diese Flanke hier rein. Gucken wir mal. Wir machen wieder das gleiche. Ich denke mal, die Armee ist ganz okay. Oder aber wir funneln uns erstmal durch. Warte mal, wir können ja mal den Dicken hier nehmen, um uns hier auf dieser Ecke durchzufunneln, ob wir vielleicht das Lager da bekommen. Also einmal den Goldsammler und mal gucken, ob wir an die Luftabwehr rankommen. Warte mal. Mal sehen, wie der so durchbounced. 1, 2, 3. Wow. Geil. Entschuldigt. Ah, oh, mach doch weiter. Ach, jetzt geht er da nicht weiter. Okay. Oh, das ist aber doof. Das ist aber doof. Wenn ich jetzt den Warden rausziehe, dann unterstützt er den Bowler. Der Bowler muss jetzt leider jetzt erstmal irgendwie sterben. Und auch die Luftabwehr wird auch gleich wieder aufgebaut. Toll. Na egal. Dann funneln wir mal von der Ecke auch mit durch. Ja, und der Bowler stirbt jetzt nicht. Ne? Okay. Nein, 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 der Bowler stirbt nicht, ey. Toto. Ah, naja, egal. Was willst du machen? Was willst du machen? Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. So. Dann geht's da durch. 1, 2, 3, 4. Dicken hier mit rein. Ihn hier mit rein. Und dann muss das hier jetzt durchgehen. Wir nehmen auch den Royal Champion hier ruhig mit durch. Das ist nicht so schlimm. Und einmal hier schon mal ein Hut gezogen. Uiuiui, hier ballert es aber jetzt richtig heftig. Und hier sind auch Truppen drin, sehe ich gerade. Okay. Da sind auch Truppen drin. Und. Oh. Alter, was geht das da ab? Okay, was geht das hier ab? Eieieiei, was ist denn da in der Mitte eigentlich? Ah, da ist unsere Queen, okay. Riesenbombe war da gerade. Können wir denn eigentlich noch irgendwie so ein bisschen mit irgendetwas durchspringen hier? Wofür können wir denn eigentlich noch den Royal Champion hier benutzen? Ah, der kann ein bisschen cleaner mitmachen. Hier haben wir nochmal ein paar Trubbis. Ah, nee, die sind nicht mehr ganz in. Die sind nicht mehr ganz entkommen. Und die Doppelkanone hier nehmen wir mal rein. Die war da jetzt gerade schon am Feuern, aber sieht trotzdem ganz gut aus. So, hier ein bisschen clean absetzen. Und dann haben wir uns sogar einen Zauber gespart. Heißt, nee, den haben wir uns noch gar nicht gespart. Komm, Queen. Oder der World Champion muss es machen. Jawohl. Ah, geschafft. Okay. Oh, sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Oh, ich habe sogar einen Zuschauer. Alles klar. Auch nicht schlecht. Und naja, die neue Truppe genutzt. Ich hoffe,
Das Ganze hat euch eigentlich ganz gut gefallen. Also mir gefällt es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Ich schiebe jetzt auch noch ein bisschen weiter. Und ich mache jetzt zwar ein paar Pokale. Plus 53 Pokale. Okay. Die muss ich gleich erstmal wieder ein bisschen abbauen, glaube ich. 53 ist mir doch ein bisschen zu heavy. Und aber direkt wieder den dicken Bonus hier. Wunderbar. Okay, den kann ich jetzt leider erst morgen wiederholen. Aber es gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Nehme jetzt gleich wieder den hier, dann rutscht der nach. Passt so. Echt super. Bin super zufrieden heute Morgen, muss ich sagen, oder heute Mittag. Ich werde euch das Ganze jetzt zusammenschneiden und ich hoffe, das Ganze hat euch ein bisschen gefallen. Hier also schon mal so ein bisschen ersten Einblick, so ein bisschen so in die Update-Truppen. Wir haben also relativ viel gemacht. Ist jetzt auch ziemlich lang geworden, die Folge sehe ich jetzt gerade. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von mir wollt, auch mehr von mir sehen wollt, dann schreibt es mir ruhig in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert vielleicht den Kanal. Whatever. Bis dahin, danke. Euer Toto.